So, eine Sache zur Korrelation und zur Kovariation von Merkmalen sollten wir noch nachtragen. Und das ist die sogenannte Partialkorrelation. Warum Partialkorrelation? Korreliert es nur zum Teil oder was ist damit gemeint? Es wird ja darum gehen, dass wir die Beziehung von letztlich mehr als zwei Variablen, also eigentlich Multivariate statt nur bivariate Zusammenhänge, uns anschauen. Eigentlich ist das etwas, das wir in der Regressionsanalyse in Statistik 2 betrachten und das dann auch im Master eine Rolle spielt, aber für die Statistik 1 ist es ausreichend und dennoch wichtig, dass man sich die sogenannte Partialkorrelation mal anschaut. Ich will euch das mal verdeutlichen mit einer tatsächlich seriösen Studie, die so durchgeführt wurde oder durchgeführt hätte werden können. Nämlich, stellt euch vor, jemand untersucht die Anzahl Störche, die irgendwo lebt, und die Anzahl geborener Babys und erfindet einen positiven linearen Zusammenhang, nämlich wo mehr Störche, da mehr Babys. Jetzt kann man fragen, ist es etwa, dass an dem alten Mythos doch was dran ist? Nein, das ist nicht der Fall. Es handelt sich hierbei mathematisch tatsächlich um eine Korrelation, aber wir nennen das eine sogenannte spurious correlation oder auch Scheinkorrelation. Wobei ich Scheinkorrelation komisch finde, weil das klingt wie nur zum Schein. Rein mathematisch betrachtet ist die schon vorhanden. Die Frage ist nur, warum ist sie vorhanden? Was ist hier passiert? Was hier passiert ist, ist, dass eine sogenannte Drittvariable nicht berücksichtigt wurde, die offensichtlich eine Rolle spielt für diesen Zusammenhang. In diesem Fall ist es die Variable Industrialisierung oder Wohlstand der Region, aus der die Daten stammen. Wenn wir industriestädtische Umgebung haben, also eine relativ wohlhabende Gegend, dann haben wir relativ weniger Babys. Wir haben dort aber auch weniger Störche. In einem ländlichen oder sogar strukturschwachen Gebiet ist es genau umgekehrt. Grafisch könnte man also sagen, ja, wir haben einen positiven Zusammenhang zwischen Storchaufkommen und Babyaufkommen. Es gibt dann aber diese Drittvariable, Wohlstand, Industrie, und die wirkt sich wiederum linear auf beides aus. Wenn man sich dieses einfache, vereinfachte Schema mal anschaut, sieht man, dass also offensichtlich diese Drittvariable Wohlstand, Strukturentwicklung, wie immer ihr diese Variable genau nennen wollt, dass die Varianzanteile aufklärt in beiden Variablen. Ja? Und wenn man für diese Varianzanteile kontrolliert, sprich, was wir machen würden, wir würden eigentlich jetzt Korrelationen durchführen zwischen Wohlstand, Industrie und Storchaufkommen und zwischen Wohlstand, Industrie und Babyaufkommen. Wenn man das machen würde, dann würde diese Korrelation, die man da spuriously sozusagen beobachtet hat, zusammenbrechen. Und das nennt man dann eine sogenannte Partialkorrelation. Was wir also eigentlich dann machen ist, wir kontrollieren für den Effekt von Drittvariablen, indem wir sie ausparzialisieren. Das ist das Fachwort dazu. Ausparzialisieren meint also, ich betrachte die Kovarianz von zwei Merkmalen X und Y, nachdem ich die jeweilige Kovarianz mit einer dritten Variable Z aus beiden Variablen entfernt habe. Und dieses Entfernen, von Entfernen spricht man eigentlich selten, man spricht von Kontrollieren oder sehr oft von Ausparzialisieren. Manchmal werdet ihr auch hören, herausregressieren. Das hängt mit diesem Zusammenhang der Regressionsanalyse zusammen, den wir hier jetzt nicht besprechen wollen. Und die Formel dafür, die habe ich euch hier auch schon gezeigt, die ist auch denkbar einfach. Man schreibt es oft so, dass man sagt, was ist die Korrelation von x und y, nachdem z ausparzialisiert wurde. Das ist dann hier dieser Punkt z, den wir hier unten sehen. Was passiert hier? Hier wird die Korrelation zwischen x und y genommen, wie wir sie naiverweise berechnet hätten. Diese wird dann aber bereinigt um das Produkt der jeweiligen Korrelation mit z. Und hier unten kommt noch ein Korrekturfaktor
in dem der Determinationskoeffizient jeweils drinsteckt. Ich möchte euch das noch kurz an einem Beispiel vergegenwärtigen. Also, beziehungsweise, ihr seht hier, das könntet ihr auch durchführen. Ihr könnt Korrelationen ausrechnen, ihr könnt Korrelationen quadrieren. Das ist jetzt nichts, was einem sehr viel Spaß macht, das mit dem Taschenrechner zu machen. Und man vertippt sich leicht. Aber von der reinen Mechanik der Formel ist das relativ simpel und enthält nichts, was uns jetzt erschrecken sollte. Wir können uns das an einem Beispiel mal anschauen. Stellt euch vor, ihr findet eine relativ schwache Korrelation jetzt mal zwischen Ausbildung und Erfolg im Arbeitsleben. A und E hier bezeichnet die Variablen. Das könnt ihr euch doch jetzt eigentlich erstmal verwundern, weil ihr an sich, ihr studiert ja auch alle, ihr wollt alle eine gute Ausbildung erzielen, letztlich wahrscheinlich um Erfolg im Arbeitsleben zu haben oder zumindest würdet ihr das billigend in Kauf nehmen, dass es so wäre. Man kann sich also fragen, warum haben wir jetzt so eine relativ schwache positive Korrelation zwischen den beiden? Und dann kann man vielleicht auch fragen, gibt es eine Drittvariable, wie an diesem unbeschrifteten Eck des Dreiecks zu sehen? In dem Fall zum Beispiel Unterforderung am Arbeitsplatz dann, die mit beiden uns interessierenden Variablen wiederum linear zusammenhängt. Hier passiert jetzt gleich noch was sehr Interessantes, nämlich wir haben eine relativ starke linearen positiven Zusammenhang zwischen Ausbildung und Unterforderung. Kann man sich auch vorstellen, oder? Jemand, der relativ gut ausgebildet ist, also eine hohe Ausprägung in Ausbildung hat, wird auch dazu neigen, eine hohe Ausprägung in Unterforderung zu haben. Unter Umständen. Also anders gesagt, wie soll jemals jemand, der schon schlecht ausgebildet ist, also niedrig in Ausbildung ist, wie soll der jeweils hohe Unterforderung aufweisen? Also entsprechend ein positiver Zusammenhang. Umgekehrt hängt Unterforderung aber mit dem Erfolg im Arbeitsleben dahingehend zusammen, dass das negativ korreliert ist. Wenn ich unterfordert bin, das ist also eine Variable, wo ich dann stark ausgeprägt bin auf Unterforderung, dann werde ich relativ wenig Erfolg im Arbeitsleben haben. Und hier ergibt sich jetzt also wiederum so ein, man kann sagen, Dreieck, ein multivariater Zusammenhang. Und wenn man nun versucht, mal diese Partialkorrelation hier auszudrücken, wenn man sagt, na gut, das mit dieser Unterforderung, das interessiert mich eigentlich nicht, das möchte ich herausrechnen, herauspartialisieren, dann würden wir also diese Korrelation Punkt 1 hier einsetzen und dann bereinigen, um die Zusammenhänge mit unserer Z-Variable, das ist in dem Fall unsere U-Variable, Unterforderung. Und jetzt passiert was Interessantes, schaut euch das mal an. Jetzt geht sozusagen die Korrelation auf, also die steigt sozusagen an, nachdem wir die Partialkorrelation ist höher als die eigentliche Korrelation. Anders als bei den Störchen und den Babys, wo wir eine sogenannte spurious Correlation hatten, die also eigentlich zu hoch angesetzt war, wenn wir die Drittvariable nicht berücksichtigen, haben wir jetzt hier einen Fall, wo der Zusammenhang zwischen Ausbildung und Erfolg im Arbeitsleben unterschätzt wird oder zu niedrig angesetzt wird, wenn die Unterforderung nicht berücksichtigt würde. Wenn man sie berücksichtigt, steigt es auf Punkt 42. Das stellt man manchmal so dar, dass man sagt, hier schaut aus diesem dritten Eck Unterforderung hier, geht so eine Linie hier rüber, die auf diese Verbindung zeigt. Das bedeutet nichts anderes, als sie wurde berücksichtigt. Und dann ändert sich die Korrelation auf Punkt 42. Und das ist ein interessanter Fall, den man nur entdecken kann, wenn man die Partialkorrelation kennt und Partialkorrelation berechnen kann. Dies ist ein sogenannter Suppressoreffekt. Unter einem Suppressoreffekt verstehen wir also, dass ein Zusammenhang systematisch unterschätzt wird, weil eine Drittvariable nicht berücksichtigt würde. Oder anders gesagt, eine Drittvariable wirkt sich linear auf zwei Variablen dergestalt aus, dass wir deren Zusammenhang unterschätzen. Und ihr könnt euch schon vorstellen, dass der Suppressoreffekt hier speziell dadurch zustande kam, dass diese Drittvariable Unterforderung mit der einen uns interessierenden Variable positiv zusammenhing, mit der anderen uns interessierenden aber negativ. Ja? Also partialisiert man eine Drittvariable wie Unterforderung nicht aus, unterschätzt man manchmal den Zusammenhang von zwei Variablen.
Man kann also sagen, die Korrelation dieser zwei interessierenden Variablen wird unterdrückt oder supprimiert.